Hi Leute, ich habe heute die Silke bei mir. Marita, schön, du bist wieder zu Besuch bei uns. Genau. Und da dachte ich, bietet sich's an, weil das halt auch immer eine Frage ist, die immer wieder gestellt wird, gerade mit grüner Rohkost dann. Ich hatte ja auch neulich mal ein Video drüber gemacht, wo ich dich auch erwähnt hatte, dass du da so viel machst und wie wichtig das auch eben ist am Anfang. Also da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, warum das wichtig ist. Da schaut einfach in die Infobox das andere Video an. Genau. Und heute wollte ich euch einfach mal mit Silke dran, weil ich da einen Fachmann dran habe, ein paar praktische Tipps direkt geben, was ihr da machen könnt, weil das eben die Frage von euch immer wieder war, hey, was kann ich denn da am Anfang machen? Schmeckt es nicht bitter? Schmeckt es überhaupt? Und was gibt es da für Möglichkeiten? Was kann ich mit Lebensmittel XY machen? Und gerade so ein bisschen das Regionale. Und da würde ich direkt an dich abgeben, so, was würdest denn du empfehlen? Am Anfang ein paar Sachen, die zwar ein bisschen grün haben, aber noch leicht grün sind, die vielleicht nicht so bitter sind und wo man sich vielleicht irgendwie einen leckeren Salat draus machen kann oder irgendwo reinschnippeln kann. Was hast du denn da so für Tipps? Also es gibt ja erstmal so verschiedene Kategorien der grünen Lebensmittel. Ne? Wir haben das Kulturgrün und die Gartenkräuter, die man so im Supermarkt im Bioladen kaufen kann. Dann haben wir die Wildkräuter. Wir können von Frühjahr bis Herbst richtig eine Vielfalt an Wildkräutern, an Wildpflanzen sammeln. Und einige gibt es auch eigentlich das ganze Jahr über im Winter. Dann haben wir auch die Mikroalgen, Chlorella und Spirulina. Und genau, das sind jetzt schon so die Hauptkategorien der grünen Lebensmittel. Und für den Anfang, gerade so bei Kulturgrün, würde ich zum Beispiel für den Winter jetzt gerade für die Jahreszeit Postelein und Feldsalat empfehlen. Die sind regional und die sind auch mild, schmeckend. Und gerade auch Postelein hat auch so was Frisches. Und man kann diese beiden Grünsorten zum Beispiel sehr gut mit Obst kombinieren. Eine Obstmahlzeit, Äpfel regional oder ein anderes Obst und dann schön Postelein dazu essen oder Feldsalat. Ja, Feldsalat fand ich auch immer voll angenehm mild. Also das geht echt noch, das ist nicht so dieses krasse Bittere. Genau. Also entweder mit Obst kombinieren oder eben auch einen Salat daraus herstellen. Ne? Genau. Feldsalat, vielleicht noch so ein bisschen Wurzelgemüse reinraspeln. Ich habe oft auch regional oder Gurken reinraspeln. Wenn man mag, kann man sich auch noch ein bisschen ein Dressing machen. Also ich bin jetzt schon da angelangt, dass ich den Feldsalat pur mono esse oder mal zum Obst dazu oder mal zu ein, zwei Gemüsesorten. Aber ich muss mir jetzt nicht unbedingt ein Dressing dazu machen. Aber das wäre zum Beispiel, sind zwei gute Salatsorten. Das klingt schon gut. Und zu Wildkräutern? Was hast Wildkräutern? Du jetzt gerade so im Winter, gibt es da auch noch was? Gut, im Winter wird es immer weniger langsam, aber... Zum Beispiel Vogelmiere, das ist ein Wildgrün, eine Wildpflanze, die gibt es fast das ganze Jahr über, wenn es nicht zu kalt ist, wenn die Temperaturen nicht so in die Minusgrade gehen, dann keimen und treiben die auch unter dem Schneewalzer. Ja. Und das ist ein besonders mildes Wildgrün, das schmeckt zu Mais, das schmeckt auch vor allem Kindern sehr gut, aber auch viele Erwachsene, die ich kenne, lieben Vogelmiere und die kann man auch einfach so essen. Schmeckt wie gesagt wie junger Mais und frisch. Das ist eine wundervolle Wildpflanze. Auch Brennnesseln sind relativ mild, haben so einen leicht nussigen Geschmack. Und die kann man zum Beispiel mit Obst zu einem Smoothie mixen. Oder man kann die auch entsaften. Wenn man die Hälfte der Pflanze erntet mit Stängel, kann man die auch gut entsaften. Mit Gurke, Stangensellerie. Ich habe sogar mal Brennnesseln mit Datteln, so Energy Ball-mäßig. Das fand ich auch ganz lecker. Okay. Diese Süße und dann mit den Datteln. Also weiß ich nicht, ob das was für jeden ist. Das kann man ja mal ausprobieren. Genau. Und Brennnesseln fand ich eben auch, das war noch viel milder, viel angenehmer. Auch das Aroma. Weil Löwenzahn zum Beispiel war mir immer zu bitter und so. Das dachte ich nur mal eine Zeit lang, weil es sehr gesund ist. Aber das habe ich dann auch schnell wieder gelassen und habe dann lieber das, was mich wirklich angesprochen hat und habe dann immer mehr Brennnesseln gegessen. Ja, und ich denke, man muss ja auch nicht diese Riesenvielfalt, wenn dir was schmeckt, dann ess es so und dann kannst du davon auch viel essen, wenn das passt und sich richtig für dich anfühlt. Ne? Und für April, Mai kann ich Baumblätter empfehlen, Lindenblätter, die sind total mild. Ja. Also das sind so mild, auch leicht nussig. Die haben mich immer so ein bisschen an Leinsamen erinnert. Also das ist auch ein ganz tolles Wildgrün fürs Frühjahr. Also Lindenblätter, die kann man so essen. Da kann man auch, habe ich für meine Jungs oft gemacht, mit Mango und Banane in Smoothie gemixt. Da habe ich immer Drachenblut raus, ne, weil es war grün und es war süß. Und das haben die dann immer getrunken. Also es gibt ganz tolle Möglichkeiten, sich grün draußen kostenlos zu sammeln und das dann auch für die gesunde Küche zu verwenden. Ja. Ne? Also jetzt hatten wir Kulturgrün, genau, dann Wildgrün. Also man kann sich, wenn man sich dafür interessiert, auch Stück für Stück neue Wildpflanzen für sich erschließen und probieren. Also nicht jedem schmeckt
die ganze Vielfalt an Wildgrün. Manche schmecken herb, manche eher bitter, manche pilzartig, manche eher so Mais wie Mais oder frisch. Also es gibt ja verschiedenste Geschmacksnuancen und man kann sich doch das für sich raussuchen, was gut schmeckt. Jetzt habe ich ja ein paar milde Wildkräuter genannt. Dann gibt es auch noch die Algen, Chlorella und Spirulina. Ja. Das ist auch ein bisschen speziell, weil es ja ein bisschen so, naja, algig schmeckt, so ein bisschen fischig. Ja. Da muss man sich auch einfach rantasten. Mhm. Aber das ist auch ein gutes Wildgrün, was man verwenden kann. Zum Beispiel, wenn man Chlorella mag, was ich oft ganz oft mache, Gurken raspeln und dann einfach Chlorellapulver dazu. Genau. Mehr nicht, einfach nur Gurke, Chlorella. Und wem Chlorella schmeckt, dem wird wahrscheinlich auch dieses Gericht schmecken. Oder was ich mir heute gemixt habe, Kokoswasser mit Chlorella und Spirulina. Das ist, hat man dann auch so einen Schaum, das ist so wie ein grüner Latte Macchiato. Also schmeckt süßlich durch das Kokoswasser. Und es ist eine sehr interessante Mischung. Also ich habe auch mit vielen Menschen gesprochen, die gesagt haben, ja, ich konnte mir nie vorstellen, dass das schmeckt, aber seitdem du das mal vorgestellt hast, mache ich mir das auch regelmäßig. Also das ist auch eine Möglichkeit, Grün zu sich zu nehmen. Und dann habe ich eine Kategorie ja total vergessen, und zwar das, was ja bei mir auch grünt und sprießt, und zwar, man kann sich ja zu Hause selber grünblättrige Sprossen und Grünkraut ziehen und grüne Gräser. Das mache ich fast das ganze Jahr über. Welche würdest du denn da so zum Einstieg? Weil für mich persönlich war es immer Alfalfa-Sprossen, fand ich am Anfang am mildesten, am angenehmsten von der Verdauung her. Kennst du da noch mehr? Also Alfalfa ist super. Alfalfa waren noch meine ersten Sprossen. Die habe ich 2000, 2001 das erste Mal gezogen. Ziehe ich immer noch regelmäßig. Ja. Brokkoli sind auch sehr wertvolle Sprossen. Ja. Also die sind so ähnlich wie Alfalfa, also sehen auch so ähnlich aus, aber die brauchen nicht ganz so lang. Die kann man dann schon ein bisschen eher essen. Also diese beiden, ich mag auch gern Rettichgrünkraut, so Rettichsprossen, Rettichgrünkraut, das ist dann schon wie eine kleine Pflanze. Ja. Sind die ein bisschen schärfer drin? Ja, die sind scharf, die sind ein bisschen schärfer. Kann man auch gut für einen Salat, wenn man so ein bisschen scharf mag. Also kann man das gut in einem Salat untermischen. Also es gibt da wirklich ganz tolle Möglichkeiten. Ich ziehe mir dann auch Senfgrünkraut, das ist auch so leicht scharf. Und wenn man so Salat macht oder Füllungen über Wraps, dann kann man noch so eine leichte Schärfe dazu bringen, indem man einfach die Sprossen verwendet. Und meine absoluten Favoriten sind Sonnenblumenkerngrün und Erbsengrün. Okay. Also Erbsengrün habe ich auch gerade in der Küche stehen, Sonnenblumengrün. Also da lasse ich gerade die Sonnenblumenkerne. Also die schmecken halt so wie junge Erbsen, aber ganz frisch und grün. Mhm. Und das ziehe ich mir. Also das würde ich jedem empfehlen, Erbsen aus. Einfach Erbsen, die keimfähig sind, gibt es auch oft in Bioläden, ganze grüne Erbsen. Meistens keimen sie. Mhm. Und die kann man dann ankeimen und dann auf Erde betten, ein bisschen Erde drüber. Und nach 10, 12 Tagen hat man ganz tolle kleine Pflänzchen. Ja. Ich finde, sowas ist nämlich auch immer schön. Alfalfa-Sprossen habe ich mir auch immer einfach in Salat reingemischt. Irgendwie so einen leichten Blattsalat, einen Eisberg-Kopfsalat, egal was, so einen leichten Salat. Und dann ein paar Tomaten, Gurken, was man halt für Stückchen möchte, Paprika und so weiter. Und dann kann man sich einfach so ein paar Sprossen, Alfalfa-Sprossen, schmecken wirklich richtig lecker. Oder eben alles, was Silke gerade aufgezählt hat. Und auch eben, ja, man kann mal Brennnessel oder Spirulina drüber und sowas. Algen fand ich da eben auch, jetzt was Spirulina angeht, beziehungsweise andere Algen noch, fand ich auch immer ganz nett, gerade wenn einem so dieser salzige Geschmack fehlt oder man ein bisschen das Salz reduzieren möchte, dann kann man, und wenn man halt diesen Meeresgeschmack mag, klar, muss man mögen, aber dann hat man wenigstens so diesen salzigen Geschmack und dann habe ich es oft gemocht, so einfach Dulce-Algen oder solche Nori-Flocken und so drüber zu streuen. Ja. Finde ich da auch eine schöne Möglichkeit. Was ich auch gerade ziehe, das ist dann so ein bisschen für Fortgeschrittene, zum Beispiel Mangold, Koriander und Porree. Aber das ist so wie Grünkraut. Das wären so ganz kleine Pflänzchen und die sind halt total nährstoffreich. Ja. Also Mineralstoffe, Spurenelemente, Vitamine in diesen kleinen Pflanzen. Da warte ich auch so 12 bis 14 Tage und dann esse ich das auch mit Gurken zusammen oder einem Salat oder ist es einfach so. Das ist auch wunderbar. Also da gibt es so viele Möglichkeiten. Man kann so Zwiebelsprossen sind zum Beispiel auch super lecker. So würzig, so leicht. Mhm. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Auch Boxhornkleesprossen. Aber das ist auch wieder ein bisschen was für Fortgeschrittene, weil die Bitterstoffe enthalten. Aber gerade Bitterstoffe, auch wer das am Anfang nicht so mag, die haben halt eine sehr wohltuende Wirkung. Ne? Also die regen auch so die Verdauung an. Die unterstützen überhaupt das ganze Körpersystem, was die Verdauung angeht. Also ich würde empfehlen, sich stückweise schon ein bisschen an die Bitterstoffe heranzuwagen. Dass, gerade am Anfang finde ich es halt gut, so zur Reinigung einfach da ein bisschen rumzuspielen, dass der Körper dann gerade was zum Puffern hat an dem Grün, ein bisschen was Basisches, weil wenn der Körper so übersäuert, dadurch, dass das ganze Alte gelöst wird und wenn man dann zu viel Früchte oder so isst, dann ist es gut, wirklich so was Grünes die ersten Jahre in der Rohkost zu haben, um das zu puffern.
Und je nachdem, da kann man halt schauen, spielen, lieber so leichtes Grün, wenn es einem dann zu viel wird, oder eben dann mal was Stärkeres, je nachdem, wie man, an welchem Punkt man da ist, und dann auch lernen, halt wirklich auf den Körper zu hören. Ja. Und gerade, weil du nochmal Früchte sagst, aber generell Zucker, wenn man so eine Zuckersucht hat, ne, und gerade mit Bitterstoffen, die eben in vielen grünen Lebensmitteln enthalten sind, kann man das auch ein bisschen dämpfen. Ja. Wenn man viel Bitterstoffe isst, viel Grün, dann wird die Lust auf Süßes immer weniger. Ja, und diese Fressschraube, ne? Gerade dieser Industriezucker, also ich esse ja auch regelmäßig reife Früchte, nicht geht es über wirklich reife Früchte, die können auch mal süß sein. Ja. Und am Anfang ist auch gut, die immer mit ein bisschen Grün zu kombinieren. Ja. Und auch gerade bei grünen Smoothies, ne, wenn das so, es gibt ja auch Smoothies, die sind nur aus Obst. Das kann natürlich den Blutzuckerspiegel ganz schnell so in die Höhe steigen lassen. Und wenn man Grün dazu nimmt, dann geht das alles langsamer. Und immer, ist ja auch besser, wenn der Grünteil ein bisschen höher ist oder ein ganzes Stück höher ist als der Obstanteil beim Smoothie. Also das habe ich auch jahrelang getrunken. Jetzt bin ich eher Fan von grünen Säften. Ja. Also man kann auch ganz gut Spinat entsaften, Mangold entsaften. Also man kann viele grüne Lebensmittel auch, also eigentlich alle grünen Lebensmittel kann man auch gut entsaften. Ja. Grünkohl kann man entsaften, ein bisschen Apfel dazu, ein bisschen Möhre, damit es ein bisschen süßer wird, weil Grünkohl doch ein bisschen schärfer ist. Aber auch ein wundervolles, regionales, sehr gesundes Gemüse, der Grünkohl. Ja. Also. Eben, hier gibt es ja so eine Vielfalt an Grün, diese ganzen Kohlarten, alles was jetzt kommt. Genau. Ja. Aber das war eigentlich, finde ich, ein ganz guter Umriss. Ich hoffe, das reicht euch. Es waren so viele gute Tipps dabei, ja, was die verschiedenen Sachen angeht. Und ach genau, ihr könnt auch, wenn ihr das mit einem Sprossenziehen und so weiter, da mehr Rezepte und so weiter wollt. Du hast ja auch die E-Books da, deine zwei. Also ich habe zwei E-Books geschrieben, Sprossenzucht leicht gemacht. Da geht es vorrangig um die Sprossenzucht. Also alles Mögliche, dass man auch Getreidesprossen, Hülsenfrüchte, Sprossen und auch, worum man Nüsse und Kerne einweichen soll. Da gibt es über 80 Rezepte. Und dann, wer sich speziell für grüne Lebensmittel interessiert, habe ich noch ein E-Book jetzt dieses Jahr veröffentlicht, Gesund grün essen. Da geht es wirklich um alle grünen Lebensmittel, die werden beschrieben und warum Grün so wichtig ist und Bitterstoffe. Und da gibt es auch über 100 Rezepte und Inspirationen dazu, was man mit Grün machen kann, wie man Grün verwenden kann. Ja, genau. Ja, das habe ich auch in den E-Books eben bei mir auch mit drinnen, dass du halt immer schaust, das Umstellen, wenn sich jetzt vielleicht einige wundern, weil ich ja sonst immer mit Früchten eigentlich mehr, und Früchte ist auch meiner Meinung nach eben das Optimale, aber dieser Reinigungsprozess muss eben erstmal vonstatten gehen, und die ersten Jahre in der Rohkost ist Grün einfach notwendig, und dann ist es halt super, wenn man da die Mittel hat, wo man Rezepte und so weiter nachlesen kann. Und ich habe auch einiges mit in meinen E-Books auch mit drin, aber da ist halt explizit nochmal mit den Sprossen einfach, das ist wirklich schön, und dann halt auch mit den ganzen Wildkräutern, da habe ich nie so viel rumexperimentiert, du hast ja da so viele Jahre Erfahrung jetzt. Wie lange machst du schon mit Wildkräutersammeln eigentlich? Also Wildkräutersammeln bestimmt schon seit 6 Jahren. Ja. So. Obwohl ich Brennnessel, Bärlauch, seitdem ich in Leipzig bin, seit 99, ich glaube 2000, 2001 bin ich durch den Wald gefahren und dachte, was riecht denn hier so nach Knoblauch? Ja. Habe ich irgendwie, hier gibt es Bärlauch, das kannte ich gar nicht. Und da habe ich schon immer Bärlauch gesammelt, und Brennnessel hat mir im Frühjahr so einen tollen Salat mit Weizensprossen gemacht, weiß ich noch, ein bisschen Tomaten. Und aber so seit 6 Jahren sammle ich wirklich regelmäßig, und Sprossen ziehe ich ja schon seit 2001 so habe ich angefangen. Und das ist so, das sind für mich eigentlich auch mit hier in dieser Region die wichtigsten Lebensmittelkategorien mit, weil die Sprossen, du kannst sie so einfach ziehen und die ist so frisch, kriegst du nichts am Fenster anderes. Du brauchst ja nicht viel Licht, das Alfalfa kannst du immer, alle anderen ja auch. Also die sind so frisch und so nährstoffreich, und ich sage immer, die wachsen sogar noch, wenn du sie in den Mund steckst, dann wachsen die noch weiter. Also so frische geht es nicht. Und Wildkräuter natürlich auch hier umsonst, ne? Die wachsen. Ich glaube, hier in unserer Region, das ist aber das Schöne, wächst genau das, was wir brauchen, gerade die Wildkräuter. Und ist halt sind halt eine super Lebensmittel, die einfach das ergänzen, was man so kaufen kann im Supermarkt oder Bioladen. Genau, ja. Und wenn noch Fragen übrig bleiben, dann schreibt einfach direkt unter das Video alles, was euch interessiert zu dem Thema, dann können wir auch mal nochmal ein Video drüber machen, und Silke, entweder beantworte ich dann ein paar Fragen dann unter deinem Video, oder wir machen einfach noch ein Video, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Ja, super. Dann freuen wir von euch zu lesen. Und ansonsten, macht's gut. Alles Liebe. Bis Ciao. Bald. Ciao.